heute mit, ja, flieg mit mir, heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 22 Prediction Squad Builder Battle. Heute um Yusuf Amoku, ihr seht schon im Hintergrund, Leute. Lasst gerne ein Like da, Leute. Macht die 1000 Likes voll. Wer fresh, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute. Ich hoffe doch, ihr seid täglich dabei. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Einfach Glocke aktivieren, kriegt ihr mit meiner Benachrichtigung. Bruder, was war das gerade? Eine Benachrichtigung, wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr, ihr wisst Bescheid. Schreibt gerne in die Kommentare, mit welchen Spielern ihr es noch sehen wollt. Wir können das gerne mit vielen anderen Talenten machen. Musiala gibt es noch, der nächste, der heftig werden wird, denke ich. Es gibt noch viele andere Spieler, also schreibt eure Talentwünsche in die Kommentare. Und das Wichtigste, schreibt in die Kommentare, was ihr Moukoko für ein Rating geben würdet. Ihr seht ja im Hintergrund meinen Rating-Vorschlag. Muss nicht stimmen, ich bin gespannt, was ihr da reinschreiben werdet, ja. Dann würde ich sagen, checkt noch gerne meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz-weiß, orange, blau, rot, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es zu eurer Bestellung dazu, also gerne abchecken, ich würde mich sehr freuen. Schaut mal rein, wäre fresh, danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Wäre sehr, sehr nice, Leute. Und hört bei Spotify rein, Leute. Ihr wisst es, Till FIFA Gaming auf Spotify, hört meine Musik, ich will es dir offen, die absolut feinsten Hits. Gibt's nur bei mir, ihr wisst es doch, Leute. Wir werden jetzt drei Kategorien auswählen. Danach haben wir 7 Minuten Zeit, diese drei Kategorien einzubauen. Zweimal Team of the Year. Okay. Joa, ist möglich. Kimmich kommt mir da direkt in den Sinn als Deutscher. Dreimal Icon. Ja, okay, dreimal Icon ist eigentlich easy. Dreimal Icon. Icon kannst du halt immer einbauen. Eine Kategorie haben wir noch. Also bis jetzt eigentlich machbar. Oh, okay, zweimal Türkei. Also zwei Türkei. Türkei-Spieler hier, also nicht Super League, sondern Nation Türkei. Super League wäre noch eine andere Variante hier drin. Okay, dann müssen wir schauen. Wir haben 7 Minuten Zeit. Geht natürlich auch schneller, wenn wir schneller sind. Okay, ich habe schon eben gesagt, wir dürfen übrigens nur FIFA 21 Spieler hier verwenden. Also nicht alle, weil wird keinen Sinn machen, weil ne, wenn wir hier schon, ich will doch hier suchen, da. Wenn wir hier schon Future Squad Builder machen, dann wollen wir natürlich auch Spieler dabei haben, die in Zukunft oder mit denen man auch in FIFA 22 ein Team um Moukoko bauen könnte. Also, wir haben Kimmich. Damit wäre der erste Team of the Year abgehakt. Wir waren noch im Team of the Year. Ah, Davies war noch im Team of the Year. Okay, wir können das Ganze eigentlich auch so machen. Dann haben wir zack, die beiden eigentlich schon mal direkt zack hier am Start. Das ist eigentlich ganz nice. Jetzt, ich bin gerade überlegen, wie wir die drei Türkei-Spieler einbauen. Zwei Türkei-Spieler gibt es. Wer spielt noch aus der Bundesliga in der Türkei oder, andersrum. Wer spielt aus der Türkei in der Bundesliga? So rum. Wir haben hier diese Suche, da ist das Ganze natürlich machbar. Wir haben einige Bundesliga-Ex-Bund oder Deutsche, die in der Super League spielen, aber andersrum fällt da jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Moment keiner wirklich ein, der die Nationalität Türkei hat. Können natürlich auch, klar, also wir können natürlich auch irgendwelche Spieler nehmen und die dann irgendwie so linken, aber wäre natürlich fresh, wenn wir vielleicht irgendwie den einen oder anderen Bundesligaspieler hätten. Mir fällt gerade ehrlich gesagt keiner an. Keiner ein. Wir machen hier erstmal weiter auf dem linken Flügel. Zack, FIFA 21. Wir schauen mal, wie man da hinpacken könnte. Leroy Sané, Marco Reus haben wir natürlich hier am Start. Ist eigentlich ganz nice. Packen wir Marco Reus direkt hin. Ist eigentlich fresh, ey. So haben wir eigentlich schon mal eine ganz solide Basis, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal. Warte mal, wir könnten natürlich auch über Premier League gehen mit Soyuncu. Den hätten wir da am Start. Wir hätten, Dings, Kabak. Aber Kabak, obwohl, das ist eigentlich nice. Hier, zack. Da haben wir Kabak am Start. Sogar noch die Bundesliga-Version. Das ist eigentlich optimal. Mir fällt gerade kein anderer Bundesliga-Spieler ein. Aus der Türkei, ey. Ohne Scheiß, ey. Also da wird es wahrscheinlich noch einige geben. Aber mir fällt gerade ehrlich gesagt niemand ein, ne? Das ist krass. Ja, Sisi hätten wir hier noch. Ah, der spielt bei Lille. Auch eine Option, aber Stürmerposition ist leider besetzt. Leider ist die besetzt. Also das ist das Einzige, was mich hier... Diese Suche ist eigentlich ganz nice, weil man die Spieler halt... Wir haben noch Zeit. Noch nicht mal die Hälfte rum. Aber warum zeigt er halt das einzig Blöde nicht die Position an? Das wäre 10-mal geiler, wenn er auch nur die Position anzeigen würde, die man da gerade gesucht hat. Naja, kann man nichts machen. So ist das halt. Cananoglu hätten wir noch. Könnten natürlich auch über AC Mailand hier irgendwie dann gehen. Das müssten wir so machen. Dann Kabak hier rüber.
So, dann schauen wir mal. AC Mailand, rechter Flügel. Boah, Ibra wäre natürlich heftig, Alter. Wir müssen erstmal wieder FIFA 21 einstellen. Sorry. Wir haben wir da auf dem rechten Flügel? Der Kiel, ah, der Kieser spielt, war Kieser überhaupt mal da? Er war, glaube ich, nie da, Alter. Wo war Kieser vor Juve? Er war auf jeden Fall nicht da. Wir hätten. Okay, wir könnten das Ganze natürlich jetzt auch umstellen auf die andere Seite. Mit Rebic. Castillejo hätten wir auch noch. Castillejo ist halt schon ein bisschen low eigentlich. Aber wenn, dann wollen wir auch irgendwie ein paar Special-Karten möglichst am Start haben. Müssen wir das Ganze einmal umstellen. Mit Rebic. Reicht das überhaupt? Wir nehmen erstmal Rebic mit. Zack. Da müssten wir Reus rauspacken. Dann stellen wir das Ganze einmal kurz um. Ich weiß nicht, ob Rebic auf voller. Sch ah, dann könnten wir auch Davies nicht mit reinnehmen. Ah, Mist, Alter. Dann könnten wir Davies nicht mit reinnehmen. Warte mal, wir brauchen noch drei Icons, fällt mir mal gerade auf. Okay, drei Icons bräuchten wir noch. Wir packen hier erstmal Schweinsteiger rein. Dann haben wir schon mal direkt. Zack. Die erste Icon am Start. Okay, drei Icons. Sollte jetzt nicht das größte Problem werden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Im Tor könnten wir gleich eigentlich auch noch eine Icon hinpacken. Da haben wir das schon. Für 21. Schalke brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir. Ja, wir könnten hier. Wir könnten. Ah, wir haben. Oh, Lahm haben wir natürlich noch als Linksverteidiger. Habe ich mal gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wenn wir Lahm hier hinpacken, dann ist das Ganze eigentlich auch ganz fresh. Und so sollte das Ganze eigentlich möglich sein. Wir machen jetzt erstmal den rechten Flügel. Zack, FIFA 21. Hat Reus, ne, Reus hat keine Karte auf der rechten Seite. Aber Jadon Sancho. Jadon Sancho ist auch nice. So, jetzt fehlt noch eine Icon. Wir haben die zwei Türkei-Spieler, wollte ich schon sagen. Çalhanoğlu, und wir haben noch knapp 2 Minuten Zeit. Also, ja, sollte möglich sein. Ich bin am Überlegen, welche Icon wir nochmal reinnehmen. Aber es eigentlich. Könnte eigentlich jede Icon mit reinnehmen. Wen packen wir denn ins Tor? Neuer. Ah ja, neuer Team of the Year gibt es auch noch. WTF. Wir brauchten noch den zweiten Team of the Year. Damit haben wir es doch jetzt. Hätte ich fast vergessen gerade. WTF. Okay, damit haben wir es. Zack, Team of the Year. Jetzt noch eine Icon. Und dann ist das Ding eigentlich durch. Wen haben wir denn auf der Rechtsverteidigerposition? Könnten wir eigentlich irgendeine Icon reinpacken gleich? Wir haben hier noch Boateng. Ist eigentlich auch eine nice Karte. Und Rechtsverteidiger. Wen gibt es denn da? Ey? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie heißt denn der Rechtsverteidiger nochmal? WTF. Hoffentlich zeigt ihr mir den jetzt hier an. Wer ist der Rechtsverteidiger nochmal? Ich gucke gar nicht auf diesen verdammten Rechtsverteidiger. Es gibt. Ah, nee, Zanetti. Doch, Zanetti. Hatte Zanetti nicht auch eine Rechtsverteidigerkarte? Der hat, glaube ich, beides, ne? Links- und Rechtsverteidigerkarte. Der gute Zanetti. Wir haben noch knapp eine Minute Zeit. Ach, Digga, wir geben einfach mal Zanetti ein. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Jawohl, hier ist er doch. Okay, zack, damit haben wir es. Drei Icons sind am Start. Zweimal Timo Vdil, Neuer und Kimmich. Und zweimal Türkei, Çalhanoğlu und Kabak. 100 Chemie, ja, 97, okay, ist nur, weil wir nicht umgewandelt haben. Zack, zack, zack. 100 Chemie. Läuft. Haben wir geschafft, hätten noch knapp eine Minute Zeit. Easy. Nices Team. So könnte das FIFA 22 Squad um Youssouf Moukoko aussehen, wenn man die drei Kategorien drin hat, die wir hier drin haben. Lasst gerne Like da, Leute, wenn es euch gefallen hat. Falls das Ganze, wie gesagt, öfters sehen wollt, gerne Like da lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, mit welchem Talent in FIFA 22 ihr es noch sehen wollt. Wie gesagt, Musiala gibt es. Es gibt noch viele weitere. Schreibt gerne rein. Lasst ein Like da, macht die 1000 Likes voll. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Schreibt Vorschläge von Spielern in die Kommentare. Schreibt euer Rating für Moukoko in die Kommentare, was ihr denkt. Checkt gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs in Schwarz-Weiß, in Orange, in Blau, in Rot, in Grün. Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Also gerne abchecken, Leute. Ich will's doch hoffen. Ich würde mich sehr freuen. Und checkt meine Musik aus. Spotify, Till FIFA Gaming. Ihr wisst Bescheid. Gerne mal reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Checkt die Songs aus. Hört auf Dauerschleife auf Spotify während des Zockens. Seid ihr direkt 10-mal besser und holt in der Weekend League mindestens Top 200. Ich sag's euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal da rein und ciao.